Hier ein weiterer Fall, im Schnelldurchlauf der Wangenaufbau und danach natürlich auch die Jawline-Behandlung. Hier kombiniert mit der Gesichtsverschmälerung. Ich denke, das sind so die häufigsten Eingriffe, die wir hier im Gesichtsbereich zur Konturierung der Gesicht durchführen. Die leichte Verfärbung geht relativ schnell weg, wenn man da drauf drückt. Das liegt natürlich daran, dass hier eine Füllsubstanz, die Hyaluronsäure, da erstmal eingefügt wird und danach hat man wieder ein sehr schönes und natürliches Ergebnis. Hier ist die Planung auch zu sehen von der Wange bis zur Gesichtsverschmälerung bis zur Jawline-Behandlung, das natürlich auch für eine leichte Gesichtsstraffung sorgt. Also das wäre auch das Verfahren ohne OP ein sogenanntes Facelift durchzuführen. Im Grunde genommen ist das natürlich kein Facelift, sondern es durch den Volumen, das die Hyaluronsäure mit sich bringt, über die Jawline bis zur Kante, sieht es natürlich sehr, sehr natürlich gespannt aus.